Zum 3. Januar habt ihr jetzt bei Ineva noch die Chance, neue Games für den halben Preis zu bekommen. FIFA 21, Black Ops Cold War, Modern Warfare, was auch immer ihr wollt. Mit dem Partner Trustly und meinem Code Chappy für 3% extra zahlt ihr für FIFA 21 aktuell nur 29 Euro. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage so entspannt irgendwie verbracht, wie es möglich war. Ihr habt euch ungefähr 18 Kilo Fett angefuttert, habt bei Oma gegessen, habt bei Oma Geschenke abgesahnt und bei Mama und bei Papa. Und es gibt so viele Verwandte, bei denen man Essen absahnen kann und Geschenke und Geld und coole Sachen und manchmal auch schrottige Sachen. Aber letzten Endes kriegt man meistens immer was zu Weihnachten, wenn man denn irgendwie einigermaßen artig war, und hat dann auch immer den Vorteil, dass man eben für die nächsten paar Tage, Wochen erstmal nicht mehr so viel Essen braucht, weil man aussieht wie ein Elefant. Um da die Umleitung oder die Überleitung hinzukriegen, auch Activision hat uns ja die letzten paar Tage etwas geschenkt. Und ihr habt das alle mit Sicherheit mal gesehen. Es gab einige YouTuber, die gezeigt haben, wie das geht. Und zwar die Street Sweeper, also der Straßenfeger. Auch Haptic hat das gezeigt, wie man die Waffe eigentlich freispielen kann. Das Ganze war nämlich nicht so, dass die einfach Teil vom Battle Pass war und man irgendwie Stufe 50 erreichen musste und die Waffe dann gekriegt hat, sondern ihr musstet in Warzone oder als Plunder-Modus, war völlig egal, 15 mal 3 Kills hintereinander machen, bevor ihr sterbt. Das heißt, ihr startet Warzone zum Beispiel, macht 3 Kills mit einer Shotgun aus dem alten Game und seid dann fertig damit. Also aus Black Ops Cold War ganz normal. Dann seid ihr aus der Lobby gegangen, habt wieder mit der Shotgun 3 Kills gemacht. Egal welche in dem Fall. Wieder aus der Lobby, wieder 3 Kills. Bis ihr dann eben 15 mal diese 3 Kills hattet und dann habt ihr diese Street Sweeper, also die Straßenfeger auf Deutsch, bekommen. Diese Waffe ist jetzt von Activision wieder rausgenommen worden, weil offiziell, so heißt es, gar nicht geplant war, dass die Waffe schon released sein soll. Diese Challenge war also eine geheime Challenge offiziell, die erst irgendwann Mitte Januar rauskommen soll, dass die Community diese Waffe dann erst Mitte Januar bekommt. Das alleine würde mir schon nicht ausreichen, um zu verstehen, wie diese Challenge über 3 oder 4 Tage öffentlich für jeden erspielbar ist, wenn das keine Absicht war. Jetzt kommt es aber noch weiter, und Activision ist ja nicht Activision, wenn sie sowas nicht auch bringen würden. Man konnte diese Waffe dann teilweise durch diese Challenge nicht erspielen, aber indem man sich das teuerste neue Bundle im Shop gekauft hat. Das heißt, wenn man sich dieses Bundle im Shop gekauft hat, hat man die Street Sweeper dann auch freispielen können. Jetzt denkt man sich, hä? Das heißt, Activision hat automatisch dafür gesorgt, und einige sagen, es war aus Versehen, aber Leute, ich glaube bei Activision gar nichts mehr, vor allem nicht bei den Leuten, die dieses Unternehmen führen, dass eben die Leute natürlich über YouTube, über alle Kanäle, die es gibt, dann die Möglichkeit hatten, dieses Bundle zu kaufen, so dass sie dann diese Shotgun bekommen und dann damit spielen können. Activision hat dann nach 3, 4, 5 Tagen, was für mich unmöglich ist, wenn diese Waffe aus Versehen, warum auch immer, durch das Update ins Spiel gelangt wäre, und zwar Wochen zu früh, dann hätte bei Activision einer schon nach 1 Stunde oder 2 Stunden ein Hotpatch oder ein Hotfix eingefügt, wodurch diese Waffe wieder entfernt wird oder zumindest diese Aufgaben dafür. Jetzt ist es aber so, dass Activision dann gesagt hat, ach Leute, wir nehmen diese Sachen hier wieder raus, die soll noch gar nicht rauskommen, die kriegt ihr erst Mitte oder Ende Januar, also wurde sie wieder entfernt. Aber jeder, der die Waffe noch in seinem Klassenloadout hat oder in seinem Inventar, kann sie immer noch spielen. Das heißt, solange ihr die Waffe schon freigespielt habt und irgendeine Klasse damit ausgerüstet habt, könnt ihr auch munter die Aufsätze noch ändern. Ihr könnt sie auch weiter leveln, das geht alles ganz normal. Ihr behaltet auch eure Tarnung ganz normal und ihr könnt die Waffe noch weiter spielen. Nur in dem Moment, wo ihr aus dem Klassensetup die Shotgun rausnehmt, habt ihr die Shotgun auch nicht mehr. Und sie wird dann wahrscheinlich erst gegen Mitte oder Ende Januar wirklich wieder ins Spiel zurückkehren. Natürlich kann man bei dem Ganzen von ganz viel Zufall ausgehen. Und natürlich könnte man sagen, ach, das waren aus Versehen, jetzt haben sie die Waffe dann aus dem Spiel genommen und jetzt verbleibt sie halt bei einigen, weil sie an die Klassensetups irgendwie in den Daten nicht ran können.
Das könnte man alles bei einem Spieleentwickler und Publisher denken, der über die Jahre gesehen sich vielleicht den Ruf aufgebaut hat, fair zu sein oder für die Community etwas Gutes zu wollen. Aber nicht bei Activision, Leute. Activision hat's mal wieder hingekriegt, gerade so kurz vor der Weihnachtszeit, wo die Leute auch im Black Ops Cold War im neuen Shop neue Sachen finden und Geld ausgeben wollen, haben sie es wieder geschafft, dass sich Hunderte und Tausende und Abertausende dieses Bundle gekauft haben, weil sie diese Shotgun unbedingt spielen wollten. YouTuber, Dismo, Haptic und haben auch dieses Bundle gekauft, nur um diese Shotgun dann am Ende wirklich zu haben. Und ganz viele beschweren sich jetzt darüber, dass dieses Bundle eben gekauft werden musste, obwohl sie es gekauft haben, ich hätte es einfach gelassen, damit man diese Shotgun am Ende bekommt. Keiner wollte natürlich bei den Content-Creatern sein, die Waffe gar nicht erst getarget haben, die gar kein Video damit machen konnten, die damit nicht spielen konnten, kein gar nichts. Dieses ganze System, das kennen wir schon, das kennen wir aus anderen CODs, aus den vergangenen Jahren, wo in Black Ops 3 zum Beispiel oder Black Ops 4 manche Waffen nur gekauft werden konnten. Nicht so wie in einem neuen fairen Battle Pass, den wir haben, wo wir am Anfang der Season 10 Euro ausgeben, also 1000 COD Points, und dann eben den Season Pass bekommen, immer zur neuen Season, die geht meistens so zwischen 60 und 80 Tagen. Und wenn wir diesen Battle Pass vollgespielt haben, egal ob mit dem Zombie-Modus, Warzone, Multiplayer, Kampagne, es ist völlig egal, welchen Modus man spielt, man kann diesen Battle Pass durch das reine Zocken, egal wie gut oder schlecht ihr abschneidet, immer weiter leveln. Wenn man diesen Season Pass und den Battle Pass also ganz normal weiter levelt, hat man irgendwann Stufe 100 erreicht und hat dann automatisch mit dieser Stufe dann auch wieder 1000 COD Points, die man theoretisch für den nächsten Season Pass ausgeben kann. Der Battle Pass an sich ist die fairste Variante, wie wir an Ingame-Inhalte kommen. Sei es Operator, sei es Skins, sei es Waffencharms, sei es ganz normale Waffen, Blueprint-Varianten, Camos und. Die mit Abstand fairste Variante seit Jahren. Letztes Jahr im Modern Warfare war es auch schon so und auch da war es auf die faire Art und Weise. Und jedes Jahr ist es eigentlich so, dass in den Season Pass gerade am Anfang die Waffen kommen, die im Game die stärksten sind. Das ist dieses Jahr mit der MAC-10 oder XMC, sieht ein bisschen so aus, verhält sich auch ein bisschen so, genau das gleiche. Die MAC-10 ist das beste MP statistisch gesehen, was wir aktuell im Black Ops Cold War haben. Und das ist auch schon damals in Modern Warfare so gewesen. Da habt ihr dann die geilen Waffen in den Battle Pass bekommen. Die Leute spielen gegen Leute, die diese Waffe natürlich ausgerüstet haben, gesehen, dass diese Waffe im Battle Pass ist, kaufen diesen Battle Pass dann automatisch, weil sie diese unglaublich geile Waffe auch haben wollen. Und ein oder zwei oder drei Wochen später werden diese richtig starken Waffen wieder runtergepatcht, sodass sie wieder auf einem normalen Niveau sind. Was aber tatsächlich so ist, dass Activision natürlich mit einer Idee aufkam, die da sagte, oh Leute, wenn ihr also coole Inhalte im Shop kauft, zum Beispiel eine neue Waffe oder einen neuen Skin oder einen Blueprint oder Tracer Packs, dann könnten wir doch theoretisch euch für ein paar Runden in Lobbys stecken, wo die Leute entspannter sind. Das heißt, ein bisschen das Skill-Based Matchmaking für euch runternehmen. Zwei Gründe hat das. Die ganzen Noobs, auf die ihr dann in diesen Runden trefft, werden sehen, dass ihr eine neue Waffe habt. Eine Waffe oder Tracer Packs oder irgendwas, was cool aussieht. Und denken sich, oh, der tötet mich damit, ich will diese Waffe auch haben. Jeder COD-Spieler ist so. Andauernd wollen wir das spielen, was der hat, der uns getötet hat, weil wir denken, das ist die beste Waffe der Welt. Und dazu kommt, euer Gehirn verknüpft automatisch mit den Endorphinen, die es ausschüttet, wenn ihr gute Runden habt. Moment, ich habe mir die Waffe gekauft, die Waffe ist gut, ich habe richtig entspannte Runden. Wenn ich mir die nächste Waffe kaufe, habe ich wieder entspannte Runden. Dieses System von Activision, das ist zu 100% in Call of Duty drinne und jeder von euch, der in einem Shop schon mal was gekauft hat, egal was es war, wird festgestellt haben, dass genau das auch tatsächlich hinkommt. Ihr kauft irgendwas für 2400 COD Points oder 1000 COD Points, Tracer Packs, ein Skin, ein Operator, Waffen oder und merkt dann die nächsten 2, 3, 4 Runden, es ist plötzlich viel entspannter als vorher. Skill-Based Matchmaking greift nicht mehr so stark, ihr habt nicht mehr solche Schwitzer-Lobbys, kein gar nichts. Das sind alles so Varianten, die Activision über die Monate und Jahre entwickelt hat, die uns glauben lassen, dass das, was wir in-game tun, tatsächlich irgendwie für uns ein Vorteil ist. Zum Beispiel, ich zahle jetzt ein bisschen und kriege ein paar coole, entspannte Lobbys. Das Ganze hält natürlich immer nur für 3-4 Runden. Danach seid ihr wieder in den normalen Runden, müsst wieder um euer Leben schwitzen, habt trotzdem das Geld ausgegeben. Richtig guten Waffen im Game werden dann einfach mit der Zeit wieder runtergepatcht und ihr müsst euch wieder eine neue Waffe kaufen, die neue beste ist. Dieses ganze Geschäft
Geschäftsmodell von Activision ist wirklich eklig und daran hat sich die COD-Community mittlerweile eigentlich schon dran gewöhnt. Wir alle wissen, wir kriegen es nicht unbedingt raus, wir werden damit leben müssen. Was man aber sagen kann, Leute, aktuell, diese Street Sweeper als Beispiel, kriegt ihr nicht mehr, auch wenn ihr ein Bundle kauft, kriegt ihr sie nicht mehr. Ihr könnt sie aktuell nicht mehr freispielen. Angeblich war es ein Ausversehen. Die Wahrheit ist letzten Endes aber, dass Activision das Ganze wieder rausgenommen hat. Die Leute sind angeteased, ganz wenige haben die Shotgun, können noch Videos darüber machen. Und Mitte und Ende Januar, glaubt mir, wird die Challenge dafür kommen oder ihr werdet sie direkt irgendwie käuflich erwerben können. In einer megamäßig cool aussehenden Blueprint-Variante, die wir im Season Pass leider so nicht bekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären heute. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.